Eine Ära geht tatsächlich zu Ende. Wir haben hier in diesem Raum 2 Jahre lang während der Pandemie unendlich schöne Momente gehabt. Die Retro-Karte mit Lurak aus dem Base-Set! Schmeißen wir uns rein. Es ist eine 10! Oh, Junge, wir haben das Saal! Oh, wir haben eine Goldsammlermache gezogen! Das Backup und das Glurak-Alternativ! Unzählige Sachen wurden hier zelebriert. Halloween, Weihnachten, krasse Puls. Ich bin mehr als happy, tatsächlich das alles gemacht zu haben. Und ich kann euch sagen, dass es noch viel, viel besser wird. Denn dieses Studio hat einen guten Job geleistet, aber es wird Zeit, eine neue Ära einzuschlagen. Und da sind wir auch schon im neuen Studio. Und ja, ich bin mehr als stolz, endlich euch das Ganze zu zeigen. Mein Team und ich haben hier was wirklich Cooles auf die Beine gestellt. Und hier werden wir in Zukunft Videos aufnehmen, streamen und vieles mehr, was ihr bald erfahren werdet. Thumbnail und Titel lügen aber nicht. Es gehen einige Sachen zu Ende. Unter anderem habe ich letzte Woche meine Bachelorarbeit abgegeben. Was bedeutet, dass ich hoffentlich durch bin mit der Uni? Gott bewahre, dass ich bestehe. Würde mich sehr, sehr freuen. Und eine Sache, die ebenfalls beendet wird, ist Cashback Season 2. Bei Cashback ist es halt so, dass ich schon merke, dass es nicht nur das beliebteste Format auf dem Kanal ist, sondern halt auch das gefragteste. Unter jedem Video stehen immer wieder Kommentare mit, hey, wo bleibt Cashback? Yo, was machst du in Cashback auf? Und hey, Zero, das hättest du lieber nicht in Cashback öffnen sollen oder ähnliches. Das Ganze freut mich sehr und ich fühle mich dem Ganzen auch sehr geschmeichelt gegenüber, dass ihr Cashback so liebt. Doch das Ding ist, ich habe in den letzten paar Wochen gemerkt, dass Cashback nur noch so, yo, ich bringe es, weil ich weiß, yo, ihr mögt es. Und irgendwie ist da nicht mehr so dieser kreative Punkt dabei. Und gleichzeitig sind so diese Aspekte dabei, die ich auch nicht mag, in dem Sinne von, die Karten sind so und so viel wert und so viel gebe ich aus. Ich möchte das Ganze gerne auf ein neues Level bringen. Dementsprechend werden wir eine neue Staffel Cashback machen. Wir werden diesen Sonntag die letzte Folge der Season 2 bringen und weitere Informationen werdet ihr dort auch noch erfahren. Aber wir werden da Cashback erstmal beenden und werden in ein paar Wochen mit einer neuen Staffel an den Start gehen, wo wir Karten verkaufen werden, wo wir auch Karten graden werden. Und wo wir halt auch Karten vertauschen oder ähnliches können. Das Ganze wird passieren in einem Zeitintervall von nicht nur 1, 2, 3 Wochen, sondern wahrscheinlich von einmal im Monat, das heißt 30 Tagen. Das bedeutet, dass Cashback sich also qualitativ verändert und gleichzeitig verändert sich nicht nur Cashback, sondern halt auch die anderen Videos auf diesem Kanal. Ich möchte ganz gerne eher auf die Qualität setzen und nicht auf die Quantität. Quantität und ähnliches, dafür sind die Zweitkanäle da. Beziehungsweise jetzt halt der Kanal Zero of Stream, wo unter anderem halt auch Videos hochgeladen werden, wie Openings und andere Sachen, Meinungen oder sogar Roomtouren. Könnt ihr euch gerne angucken, kam heute zum Beispiel auch eine Roomtour online vom alten Setup, falls ihr wissen wollt, wie das Ganze ausgesehen hat. Ich möchte ganz gerne hier auf diesem Kanal ein paar Experimente bringen. Ich möchte ganz gerne euch Inhalt bieten, der nicht nur ein einfaches Opening ist, sondern gleichzeitig halt auch einen Mehrwert bietet. Und ja, ich hoffe, dass ich das Ganze hinbekommen werde. Wir haben da einen großen Plan gemacht mit vielen genialen Videos. Ich habe auch auf euch gehört in den Kommentaren. Von daher freut euch, wird sehr wild werden. Eine andere Sache, die heute noch sehr, sehr wild werden wird, ist Livestream. Wir werden das erste Mal aus diesem Setup streamen. Ihr könnt mir Fragen stellen, was hier am schwierigsten war, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder wir können doch einfach zugucken, wie wir ein paar Packs öffnen. Denn das werden wir heute ebenfalls machen. Wenn ihr dabei sein wollt, einfach reinfolgen und lasst auch gerne, ne, beim Zweitkanal Zero of Stream ein Abo da. Da kommen auch die Openings online. Unter anderem halt auch ein neues Set, was am Freitag erschienen ist. Auf eine geile Zeit in diesem Studio mit neuen Formaten und allem, was dazugehört. Wir sehen uns.